In der Sendung Hohes Haus ist gestern, wie erwähnt, der Fraktionsführer im Ibiza-Urschuss der ÖVP, Andreas Hanger, zu Gast gewesen. Meine Kollegin Rebecca Salzer hat ihn gefragt, ob es aus Sicht der ÖVP nicht strategisch klug wäre, den Urschuss zu verlängern, um so zu beweisen, dass tatsächlich alle Akten an den Ausschuss geliefert worden sind. Wir haben eine Situation, dass jetzt Auskunftspersonen zum dritten Mal da waren, wie der Herr Finanzminister, manche zum zweiten Mal. Sie haben in der Anmoderation gesagt, es gibt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Also aus dieser Sicht ist es nur sehr naheliegend, diesen Untersuchungsausschuss jetzt mit Ende des Monats, konkret am 15. Juli dann, weil ja noch ein letzter Tag für Auskunftspersonen im Einvernehmen möglich ist. Also aus meiner Sicht ist es höchst an der Zeit, diesen Untersuchungsausschuss zu beenden. Aus Ihrer Sicht, aber es gibt ja noch die Opposition, die sagt das Gegenteil und die sagen auch, alle Akten sind nicht da. Jetzt muss das Straflandesgericht prüfen, ob das so ist. Sie wissen es nicht, der Bundespräsident weiß es nicht, der Herr Blümel wahrscheinlich auch nicht, weil es ist einfach nicht klar. Nein. Also wir haben eine sehr klare Position. Der Herr Finanzminister hat gesagt, alle Akten wurden geliefert. Jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin hat eine Vollständigkeitserklärung abgegeben. Wir haben eine bisschen Eskalation der Situation gehabt. Das war schon bemerkenswert diese Woche, wo dann ein Dokument rechtswidrig zur ZIP 2 gespielt wird, wo dann behauptet wird, dieses Dokument ist nicht geliefert worden. Ich habe sofort meine Mitarbeiterinnen, meinen angerufen und habe gefragt, geh bitte schaut, wo dieses Dokument ist. 10 Minuten später war dieses Dokument da. Also man sieht schon, wie hier mit welchen Methoden gearbeitet wird, das weise ich streng zurück. Sie sprechen von der SPÖ, dass die das weitergeht. Ja, gut, genau. Aber das war jetzt auch eigentlich nicht die Frage. Ja, und es gibt eine klare Vereinbarung mit dem Koalitionspartner, dass der Untersuchungsausschuss bis Ende des Monats läuft. Da gibt dann einen Endbericht im September, der im Parlament noch einmal debattiert wird. Wir haben mittlerweile Millionen von Seiten im Parlament. Interessanterweise ist es ja so, wir diskutieren ja gar keine Inhalte mehr, sondern wir diskutieren darüber, ob Inhalte geliefert worden sind. Da wird dann ein E-Mail hergenommen, wo gar nichts Relevantes draufsteht. Es ist aus unserer Sicht schon eine sehr skurrile Diskussion. Aber was spricht denn dagegen, wenn die ÖVP das jetzt verlängert? Weil die Alternative ist, dass es eine Neuauflage gibt im Herbst. Das ist wieder teurer. Alle Akten müssen neu angefordert werden. Das kostet alleine der Papieraufwand. Vom Steuergeld rede ich gar nicht. Dann hat die Opposition auch nicht die Möglichkeit, einen zweiten parallelen Urausschuss zu beantragen, weil das einfach parallel nicht geht, zum Beispiel zum Thema Corona. Das heißt, das müsste dann alles nochmal von vorne beginnen. Das kann ja auch nicht das Ziel von der ÖVP sein. Noch einmal 17 Monate. Wir erleben seit Wochen, seit Monaten Unterstellungen, Skandalisierungen. Es ist höchst an der Zeit, diese politische Unkultur zu beenden. Das wird der Untersuchungsausschuss enden. Wir haben ja auch gar keinen Erkenntnisgewinn mehr. Sie haben selber gesagt in Ihrer Moderation, Auskunftspersonen werden zum dritten Mal geladen. Es werden die gleichen Fragen gestellt wie beim zweiten und beim ersten Mal. Das habe ich nicht gesagt. Also ich habe gesagt, inhaltliche... Sie waren ja nicht dabei im Untersuchungsausschuss, ich war dabei. Das ergibt sich ja daran, inhaltlicher Erkenntnisgewinn null, weil sich die Leute entschlagen. Naja, aber zum Entschlagungsrecht möchte ich Ihnen auch sagen, der Herr Kollege Greiner zeigt den Finanzminister an, okay, das soll möglich sein in einem Rechtsstaat, aber natürlich hat der Herr Finanzminister dann im Untersuchungsausschuss das Recht auf Entschlagung, das gestehen alle zu, und gleichzeitig beschwert man sich dann wieder, dass man von diesem Recht, dass man dieses Recht in Anspruch nimmt. Also absurder geht es ja nicht in Wirklichkeit. Aber möglicherweise sind ja doch nicht alle Akten geliefert worden, weil der Bundespräsident exekutiert jetzt mit dem Straflandesgericht. Das hat ja einen Grund, sonst würde er ja einfach sagen, okay, Herr Blümel, Sie haben geliefert, alles ist okay, naja, das ist passiert ja nicht. Naja, der Herr Bundespräsident muss eine Art Schiedsrichterrolle einnehmen, eine Art neutrale Rolle, ja, das verstehe ich, weil wenn er uns Recht geben würde, würde die andere Seite aufschreien. Wenn er der anderen Seite Recht geben würde, würden wir aufschreien. Es braucht diesen Schiedsrichter, der soll arbeiten. Aus unserer Sicht wurden alle Akten geliefert, ganz klar. Es gibt eine Vollständigkeitserklärung jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Mitarbeiterin. Der Bundesfinanzminister hat von der ersten Stunde an gesagt und hat seine Mitarbeiter aufgefordert, zu kooperieren mit dem Untersuchungsausschuss. Darf nur bemerken, das ist nicht der erste Untersuchungsausschuss, der stattfindet im Parlament. Das hat früher auch immer funktioniert mit dem Finanzministerium. Wir haben halt natürlich eine neue Rechtslage durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Da hat es auch rechtliche Unsicherheiten gegeben, das muss man eingestehen, weil natürlich auf der einen Seite das Recht des Parlaments auf Aktenlieferung da ist. Das wurde massiv verbreitet, aber gleichzeitig geht es schon auch um Persönlichkeitsrechte. Und ich habe das jetzt wochenlang erlebt, da werden Persönlichkeitsrechte mit Füßen getreten. Der Schutz der Privatsphäre, der wurde komplett auf die Seite geschoben, und da wehren wir uns dagegen. Und ich glaube, das muss schon auch noch legitim sein. Aber ich muss es jetzt noch mal fragen, also warum sträubt sich die ÖVP so, dass das verlängert wird, 3 Monate? Ich meine, könnte, wie gesagt, auch die ÖVP davon profitieren, dass dann am Schluss rauskommt bis 15. Juli. Okay, es ist eh alles geliefert worden und es ist ja... Ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss wirklich auch dazu beigetragen hat, dass wir ein unglaublich schlechtes politisches Klima haben in der Republik. Wenn der Herr Greiner Unwahrheiten verbreitet, dann ist das... an allen politischen Parteien. Ja, natürlich. Also ich mache jetzt eher, aber aus meiner Sicht, da sehe ich halt schon den Obergiftmischer im Herrn Greiner gemeinsam mit der Frau Crisper, das muss ich schon wirklich auch sagen, da könnte ich Ihnen ein X-Beispiel aufzählen. Aber allein Ihre Wortwahl
Giftmischer. Ja, meine, das ist ja auch keine gute Wortwahl. Es ist politisches Gift, das man da mischt, keine Frage. Wenn man Unwahrheiten verbreitet, wenn die NEOS Dokumente leaken, es am Vortag noch abstreiten und am nächsten Tag es zugeben müssen, wenn die Frau Crisper eine sehr erfahrene, zu einer sehr erfahrenen Verfahrensrichterin sagt, die geht mir arm, Sie wissen schon, ich will das jetzt nicht einmal ausführen, dann ist das eine unglaublich schlechte politische Kultur. Und da sind schon schuld, in erster Linie der Herr Greiner und die Frau Crisper, weil sie halt mit diesen unmöglichen Dingen permanent agieren. Aber geben Sie mir recht, wenn ich sage, alle politischen Parteien könnten ein bisschen vielleicht gemäßigter sein, sagen wir mal so, ja, auch die ÖVP? Ja, bin ich bei Ihnen. Ich glaube, wir sollten uns auch nach dem Untersuchungsausschuss wirklich auch selber reflektieren. Wir sollten zu einer besseren, höheren Debattenkultur zurückkehren, zu einer inhaltlicheren. Also ich bin da der Erste, der da seinen Beitrag leisten will. Das heißt, Sie nehmen jetzt den Giftmischer zurück? Den nehme ich dann zurück, wenn ich orte, dass der Herr Greiner kein Giftmischer mehr ist. Derzeit ist es noch. Das haben wir diese Woche gerade intensiv erlebt. Er liegt ein Dokument in die ZIB 2 und behauptet, das hat der Untersuchungsausschuss nicht bekommen. Das geht so nicht. Und das kann ich mir auch als Fraktionsführer der ÖVP nicht gefallen lassen. Gut, kommen wir zum Nationalratspräsidenten Sobotka. Der hatte diese Woche, war er am Vormittag Ausschussvorsitzender und war dabei bei der Vernehmung des Herrn Blümel. Am Nachmittag ist er dann selber befragt worden. Finden Sie, dass das zusammengeht? Überhaupt gar kein Thema. Er hat beim Herrn Bundesfinanzminister die Vorsitzführung gehabt, dann war Auskunftsperson, da hat den Vorsitz die Frau Bures gemacht, seine Stellvertreterin. Also ich habe da übrigens auch an dem Tag nicht einmal irgendein Problem erkennen können, dass das nicht gut funktioniert hat. Sebastian Kurz wird noch vorgeladen im U-Ausschuss, er wird noch Auskunftsperson sein. Was erwarten Sie sich denn von dieser Befragung? Also ich habe eigentlich keine hohe Erwartungshaltung, weil es werden die gleichen Fragen wieder gestellt werden wie beim ersten Mal. Der Herr Bundeskanzler wird wieder so antworten, wie er beim ersten Mal geantwortet hat. Natürlich werden wir dann diese Wortglauberei noch diskutieren, die ja zu diesem Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt hat. Aber die Positionen sind ja klar bezogen und die Aussagen liegen ja am Tisch. Es wird wieder sein, Sie werden dann nächsten Sonntag wieder sagen, es hat keinen Erkenntnisgewinn gegeben. Weil Sie die Leute entschlagen. Weil er eine Anzeige bekommen hat. Aber das ist ja paradox. Wissen Sie, was ich meine? Also, was ist die Alternative? Dass es keine U-Ausschüsse geben darf, parallel zu Ermittlungen? Dann wird es ja nie einen U-Ausschuss geben, weil es dauernd Ermittlungen gibt. Ja, stimmt. Dann sollen halt endlich die Herren Grein und Crisper aufhören, anzuzeigen permanent. Sie haben auch den Bundesfinanzminister angezeigt. Sie zeigen alles und jeden an und beschweren sich dann, dass man sich entschlägt. Das ist ja paradox. Das ist ja absurd in der Argumentation. Lösungsansatz muss sein, weniger Anzeigen. Gehen wir doch mit dem Strafrecht, Politik zu machen, kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Weniger Anzeigen, sachliche Kontrollarbeit, Reform der Geschäftsordnung, die braucht es dringend. Dann erst kann dieses Kontrollinstrument meiner Meinung nach wieder vernünftig arbeiten. Reform der Geschäftsordnung, da wollen Sie jetzt auch eine Wahrheitspflicht für die Leute, die fragen im U-Ausschuss, wie haben Sie sich das vorgestellt? Naja, schauen Sie, wir haben eine Situation, dass der Herr Greiner, die Frau Crisper seit Wochen, Monaten alles unterstellen und alles behaupten, ohne irgendeiner Konsequenz. Wir haben schon eine Situation, dass natürlich Vorhalte nicht erlaubt sind. Nur muss das der Verfahrensrichter, der Vorsitzende in wenigen Sekunden entscheiden. Ich stelle mir so ein Instrument vor, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der Vorhalt falsch war, vorsätzlich falsch war, da muss es Sanktionsmöglichkeiten geben, weil das wäre dann für mich ein wichtiger Beitrag, um auch zu einer besseren Befragungskultur zu kommen. Ich habe einmal diskutiert mit einem Experten von Verhörmethoden, der sagt zu mir, diese Befragungstechnik, die da angewandt wird, wendet nicht einmal die Justiz in einem Strafverfahren an. Also da brauchen wir schon auch andere Situationen. Ich habe erlebt, wie Auskunftspersonen fertig gemacht worden sind in stundenlangen Befragungen, weil der dort natürlich unter strenger Wahrheitspflicht steht. Wenn sich der nur ansatzweise in einen Widerspruch verheddert, dann hat er sofort eine Strafanzeige wegen Falschaussage. Das kann es nicht sein, da braucht es andere Regeln und es braucht eine andere Kultur und auch die Wahrheitspflicht für den Befragenden. Herr Hang, Abschlussfrage. Normalerweise sind ja in einer Partei die Generalsekretäre die Scharfmacher. Jetzt bei der ÖVP hat man ein bisschen den Eindruck, Sie sind da der Mann fürs Grobe, sage ich jetzt einmal. Warum ist das so und wie geht es Ihnen da damit? Also ich bin grundsätzlich mal ein Teamspieler, das ist mir ganz wichtig. Wir haben wirklich viele hervorragende Leute bei uns in der Organisation. Ich darf momentan den Vorsitz unserer Fraktion im Ibiza-Untersuchungsausschuss machen. Mir ist es wichtig gewesen, in eine offensive Rolle zu kommen. Wir sind wochenlang, monatelang angepatzt worden, es ist skandalisiert worden, es ist unterstellt worden. Da muss man dagegenhalten. Diese Rolle mache ich übrigens sehr gerne, mache sie auch sehr pointiert. Und dieses Recht, glaube ich, muss man uns zugestehen.